Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kurz vor Ostern kann man die Schokihasen von Arni in unseren Läden fast nicht übersehen. In Reihe und Glied warten sie auf ihren grossen Tag. Und etliche davon offerieren wir ihnen jetzt zum Aktionspreis. Falls Sie also in den nächsten Tagen dem Osterhass beim Posten bei Coop begegnen sollten, wäre das weiter keine Überraschung. Auch er weiss natürlich, wo es die schönsten Sachen fürs Nestchen gibt. Neben Süssen von Arni finden Sie bei uns auch dieses Jahr wieder ausgesuchte Spielsachen fürs Osternest. Zum Draussenspielen an schönen Frühlingstagen und für spannende Unterhaltung, wenn es einmal regnet. Letzte Woche ist mit der Coop-Zeitung ein umfangreiches Magazin verteilt worden mit allem, was an Ostern aktuell ist. Es hat Tipps fürs Osternestli, stimmungsvolle Dekorationen und natürlich feine Rezepte fürs Osteressen. Ausgesucht und zusammengestellt von unserem Studiogast, Armin Amrain. Nach der Spargelterrinen als Vorspeis, die wir schon gesehen haben, wäre heute das erste Hauptgericht an der Reihe. Und zwar eine Safran-Piccata von Bulli-Brüschli mit Spargelrisotto. Grüezi miteinander. Für Spicata Eier, Parmesan und eine Prise Safranpulver gut miteinander vermischen. Dann kleine Bullibrüschli würzen, im Mehl wenden, durchs Ei ziehen und in den Brotbutter goldbraun braten. Für ein Spargelrisotto Pfanne mit einer Knoblauchzehe ausreiben. Schalotten im Anken andünsten. Risotto-Reis und ein Thymianzweigli kurz mitdünsten. Dann noch die Hühnerbouillon und Weisswein dazugiessen, bis der Reis noch ca. 20 Minuten gar ist. Wenn es soweit ist, Mascarpone und Parmesan drunter rühren, abschmecken und gekochte Spargelstückchen drunter haben. Den Risotto in die Mitte vom Teller platzieren und Safran-Piccata darauf anrichten. Danke, Armin. Das nächste Mal gibt es dann einen Vorschlag für ein weiteres Hauptgericht. Ein Lamnierstück mit Rucola-Kruste. Das wollen Sie doch nicht verpassen. Zum anderen Thema. Allergien bei Säuglingen nehmen weltweit zu und schon jetzt ist jedes dritte Baby gefährdet. Dazu der Professor Kurt Berlocher, ehemaliger Chefarzt im Kinderspital St. Gallen. Säuglinge mit erhöhtem Allergierisiko können Symptome kriegen, wenn sie mit der Nahrung Fremdeiweiß aufnehmen. Stillen ist dafür die beste Prävention. Kann eine Mutter aber aus irgendwelchen Gründen nicht stillen, so sind hypoallergene Milchen, sogenannte HA-Milchen, indiziert. Studien haben gezeigt, dass mit dieser Milch Säuglinge im ersten Lebensjahr deutlich weniger Hautausschläge kriegen. HA-Milchen sind aber nur zur Prophylaxe, nicht zur Behandlung von Allergien geeignet. Besten Dank, Professor Berlocher. Vorbeugen ist also besser als heilen. Bei Allergierisiko empfiehlt Coop in Zusammenarbeit mit führenden Herstellern von Kindernährmitteln wie Nestle und Wander drum HA-Produkte. Zu den Aktionen dieser Woche. Ein Tulpenstrauß als Frühlingsgruß kostet 5 Franken. Und alle Coop-Törtchen kommen Sie 1 Franken günstiger über. Mit der Coop-Profit-Karte sind Barigette zum Knusprigbachen ebenfalls 1 Franken günstiger. Sie wissen ja, Coop Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Und dann noch 2 Beispiele aus der grossen Frühlingsaktion bei der Importparfümerie. Davidoff Cool Water Woman für 42,90, also 7 Franken günstiger. Und Elizabeth Arden Fifth Avenue Eau de Toilette für 49,90. Sie sparen sogar 10 Franken. Mehr als 100 weitere Markenartikel erwartet Sie in der Frühlingsaktion bei der Importparfümerie. Gehen Sie schauen, es hat nämlich nur so lange es hat. Und mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.